Diese beiden lieben sich über alles. Sophie Eifertinger startet gerade mit ihrer Schauspielkarriere voll durch. Neben einigen Tatort-Filmen machte sie sich vor kurzem durch die Netflix-Serie Kids einen Namen. Aber auch in der Liebe läuft es rund bei der Studentin. Sie hat in Nikolai Hanfdressler ihre große Liebe gefunden. Das bewies sie auch schon. Sophie hat ihrem Mann den Heiratsantrag gemacht. Im Interview mit Bunte plauderte das Paar über ihre Beziehung. Immerhin 31 Jahre Altersunterschied trennen Sophie und Nikolai, doch die beiden machen keinen großen Hehl daraus. Als ich ihn sah, hat mein Herz sich selbstständig gemacht, schwärmte die 25-Jährige von ihrem Mann. Nach einem Jahr Beziehung wagte sie dann den nächsten Schritt. Sophie hat den Antrag gemacht, ist vor mir auf die Knie gefallen, erzählte Nikolai. Auch er war von Anfang an hin und weg von der Schauspielerin und verliebte sich schnell in sie. Im Juli dieses Jahres war es dann soweit und sie gaben sich in einem Märchenwald das Ja-Wort. Es war eine ganz große Entscheidung, für mich als Newcomerin, zu sagen, ich gehe diesen Schritt. Ich bin bereit für eine Ehe, bin bereit für das Wachstum, das in einer Ehe liegt, erklärte Sophie ihre Entscheidung.